EA-Po Productions liest Jules Verne, die Abenteuer des Kapitän Hatteras, erster Band. Heute 30. Kapitel. Ein Kern. Fast dreiviertel Stunde hat jenes, dem Polarklima eigene Phänomen, gedauert. Die Bären und die Füchse hatten Zeit gehabt, sich damit etwas zugute zu tun. Gewiss kamen diese Vorräte den im rauen Winter ausgehungerten Bestien sehr gelegen. Zerrissen waren die Schlittendecken, offen und eingeschlagen die Pemmikanbehälter, die Säcke mit Zwieback geplündert, die Teevorräte auf dem Schnee umhergestreut. An einem Fässchen mit Weingeist die Dauben herausgerissen und der Inhalt natürlich ausgeflossen. Die Lagergerätschaften lagen umher. Alles trug die Spuren der Raubgier dieser wilden Tiere, ihres wütenden Hungers und ihrer unersättlichen Gefräßigkeit. »Das ist ein schönes Unheil«, sagte Bell, als er die Szene der Verwüstung betrachtete. »Und wahrscheinlich ein nicht wieder gutzumachendes«, meinte Simpson. »Erst wollen wir den Schaden aufnehmen«, sagte der Doktor. »Von dem anderen sprechen wir später.« Schweigend sammelte Hatteras schon die umherliegenden Kisten und Säcke. Man suchte die Pemmikan und den noch essbaren Zwieback zusammen. Der Verlust eines Teils des Spiritusvorrats war besonders empfindlich. Mangelte dieser, so gab's ja auch kein warmes Getränk, keinen Tee, keinen Kaffee mehr. Als sie nun ihren Gesamtverlust überschauten, schätzte der Doktor, dass gegen 200 Pfund Pemmikan und 150 Pfund Zwieback verloren gegangen waren. Sollte die Reise fortgesetzt werden, so mussten sich die Reisenden mit halben Rationen begnügen. Eine Weile lang überlegte man, was zu tun sei. Sollte man zum Schiffe zurückkehren und die ganze Expedition wiederholen? Aber sollte man die schon zurückgelegten 150 Meilen umsonst gemacht haben? Und dann, wenn sie ohne Brennmaterial zurückkehrten, welch verderblichen Einfluss würde das auf den Geist der ganzen Mannschaft äußern? Würde man nochmals Leute gewinnen, welche sich zu diesem Zuge über die Eisfelder entschlössen? Es lag auf der Hand, dass nur in der Fortsetzung des Weges, selbst auf die Gefahr der Herbstenentbehrungen hin, ihr Heil zu suchen sei. Der Doktor, Hatteras und Bell waren bald dafür entschieden. Nur Simpson war für die Umkehr. Die Strapazen der Reise hatten seine Gesundheit angegriffen. Er war sichtlich schwächer geworden. Doch da er mit seiner Ansicht allein blieb, unterzog er sich wieder der Leitung des Schlittens und die kleine Karawane setzte ihren Weg nach Süden weiter fort. Vom 15. bis zum 17. Januar ging die Reise in gewohnter Eintönigkeit weiter. Doch kam man nur langsamer vorwärts. Die Reisenden ermatteten. Sie waren wie zerschlagen in den Füßen. Auch die Hunde zogen nur noch mit Mühe. Die jetzt ungenügende Nahrung vermochte weder Menschen noch Tiere wieder zu stärken. Dabei wechselte das Wetter wie gewöhnlich zwischen strenger Kälte und feuchten, durchdringenden Nebeln. Am 18. Januar zeigten die Eisfelder plötzlich ein wesentlich anderes Aussehen. Eine große Menge Peaks, geformt wie scharf zugespitzte Pyramiden von bedeutender Höhe, zeichneten sich am Horizont ab. An manchen Stellen durchbrach der Boden die Schneelage. Er erschien aus Gneis, Schiefer und Quarz, untermischt mit Kalkgebirge, zu bestehen. Endlich hatten also die Wanderer festes Land unter sich, und aller Wahrscheinlichkeit nach konnte dasselbe nur zu Neu-Cornwallis gehören. Der Doktor konnte sich nicht enthalten, einmal mit gewisser Befriedigung auf die solide Unterlage fest aufzutreten. Nur 100 Meilen trennten die Reisenden noch vom Kap Belcher, aber auf diesem unebenen Boden, der so reich an spitzen Steinen, gefährlichen Vorsprüngen, Spalten und Schluchten war, nahmen ihre Kräfte reißend ab. Bald musste man in tiefe Bodenhöhlungen hinein, bald wieder die steile Küste emporklimmen oder schmale Schluchten übersteigen, in denen der Schnee wohl 30 bis 40 Fuß hoch lag. Die Reisenden dachten bald mit Sehnsucht an den zurückgelegten, gleichmäßigeren Weg zurück, an die Eisfelder, über die der Schlitten so köstlich hinglitt. Jetzt bedurfte es anderer Kraftanstrengung, ihn fortzubewegen. Die kreuzlahmen Hunde reichten nicht mehr aus. Die Menschen mussten sich noch mit vorspannen und ermüdeten sich desto mehr.
Dann und wann war man genötigt, alles vom Schlitten abzuladen, wenn es gar zu steile Anhöhen zu ersteigen galt, deren Oberfläche keine festen Anhaltspunkte bot. So verlangte die Entfernung von 10 Schritt auf die Arbeit ganzer Stunden. Den ersten Tag legte man auf diese Weise über diesen Cornwalliser Boden ganze 5 Meilen zurück. In einem Lande, das seinen Namen mit Recht trägt, denn es zeigt ganz ebenso die rauen Berge, die scharfen Spitzen und Kanten und die wild zerklüfteten Felsen wie die Südwestspitze von Altengland. Am anderen Morgen erreichte der Schlitten die Höhe der Küste. Ganz von Kräften waren die Reisenden außerstande, sich ein Schneehaus zu bauen, und mussten die Nacht in ihre Büffeldecken gewickelt unter dem Zelt zubringen, wobei sie die nass gewordenen Strümpfe auf der Brust zu trocknen suchten. Die Folgen eines solchen Verhaltens liegen auf der Hand. Das Thermometer fiel dazu diese Nacht auf 44 Grad Fahrenheit, minus 42 Grad Celsius, und das Quecksilber gefror. Der Zustand Simpsons ward allmählich beunruhigend. Ein hartnäckiger Lungenkatarrh, heftiges Reißen mit unerträglichen Schmerzen nötigten ihn, sich auf dem Schlitten niederzulegen, statt diesen zu leiten. Bell trat an seine Stelle. Auch dieser war leidend, aber doch nicht bettlägerig. Auch der Doktor entging dem Einflusse dieses mörderischen Klimas nicht gänzlich. Doch keine Klage ging über seine Lippen, und standhaft marschierte er, auf den Stock gestützt, voraus. Er sondierte den Weg, er half überall. Hatteras, kaltblütig, unerschütterlich, fast gefühllos wie er war, blieb bei seiner Eisennatur gesund wie am ersten Tage und folgte schweigend dem Schlitten. Am 20. Januar war die Kälte so schneidend, dass schon die geringste Anstrengung eine vollkommene Erschlaffung zur Folge hatte. Inzwischen wurden die Schwierigkeiten des Bodens derart, dass Hatteras, Bell und der Doktor den Schlitten mitziehen helfen mussten. Scharfe Stöße hatten dessen Vorderteil zerbrochen, so dass man ihn reparieren musste, und solcherlei Hemmnisse wiederholten sich mehrmals täglich. Mit halbem Leibe im Schnee und trotz der Kälte schwitzend, verfolgte die Gesellschaft einen tiefen Hohlweg. Niemand sprach ein Wort. Auf einmal sah Bell den neben ihm gehenden Doktor erstaunt und erschrocken an, und gleich, ohne eine Silbe zu sprechen, raffte er eine Handvoll Schnee auf und verreibte ihn mit aller Kraft auf dem Gesichte des Gefährten. »Zum Teufel, Bell!« rief der Doktor abwehrend. Bell aber frottierte ihn nach besten Kräften weiter. »Aber Bell!« begann der Doktor wieder, Mund, Augen und Nase voller Schnee. »Sind Sie toll geworden? Was soll das heißen?« »Das heißt«, erwiderte Bell, »dass, wenn Sie noch eine Nase besitzen, Sie dieselbe mir verdanken.« »Eine Nase?« erwiderte bestürzt der Doktor, indem er mit der Hand danach fühlte. »Jawohl, Herr Clawbonny, Sie waren im Begriff, das Gesicht zu erfrieren, und Ihre Nase sah vorhin vollkommen weiß aus. Ohne meine energische Behandlung dürften Sie jetzt wohl dieses Schmuckes, der, wenn auch für die Reise lästig, doch im Allgemeinen nötig erscheint, beraubt sein.« Wirklich hätte der Doktor nur wenig später die Nase total erfroren gehabt. Jetzt war infolge der kräftigen Abreibungen Bells der Blutkreislauf in ihr wiederhergestellt und jede Gefahr vorüber. »Ich danke, Bell«, sagte der Doktor, »und hoffe, mich revanchieren zu können.« »Dessen bin ich sicher, Herr Clawbonny, und gebe der Himmel, dass wir nie ein größeres Unglück zu beklagen haben.« »Sie spielen nach Simpson an«, antwortete der Doktor. »Der arme Bursche muss viel ausstehen.« »Fürchten Sie für ihn?« fragte lebhaft Hatteras. »Ja, Kapitän«, sagte der Doktor. »Und was fürchten Sie?« »Einen heftigen Ausbruch von Skorbut. Seine Beine sind schon angeschwollen und das Zahnfleisch wird dick. Der Bedauernswerte liegt halb erfroren auf dem Schlitten und jeden Augenblick erneuern die Stöße seine Schmerzen. Ich bedauere ihn herzlich, Hatteras, aber ich vermag nichts zu seiner Erleichterung zu tun.« »Armer Simpson«, murmelte Bell. »Vielleicht können wir 1 bis 2 Tage Halt machen«, meinte der Doktor. »Halt machen«, versetzte Hatteras, »wo das Leben von 18 Menschen von unserer rechtzeitigen Rückkehr abhängt.« »Indessen«, fiel der Doktor ein. »Clawbonny, Bell«, erwiderte Hatteras, »hören Sie mich an. Nicht mehr für 20 Tage haben wir Lebensmittel. Können wir unter diesen Umständen einen Augenblick verlieren?« Weder der Doktor noch Bell vermochten ein Wort zu erwidern, und so setzte der Schlitten nach nur kurzer Unterbrechung seinen Weg fort.
Am Abend hielt man am Fuße eines kleinen Eishügels Rast, aus welchem Bell schnell eine Höhlung herausarbeitete, in welche die Reisenden sich bargen. Der Doktor wachte die Nacht über bei Simpson. Der Skorbut ergriff den Unglücklichen mit voller Heftigkeit, und seine Leiden pressten ihm fortwährende Klagelaute durch die geschwollenen Lippen. »Ach, Herr Clawbonny!« »Mut, Mut, mein Junge«, sagte der Doktor. »Ich komme nicht wieder mit zurück. Ich fühle es, denn ich ertrage das nicht länger. Ich möchte lieber sterben.« Seinen verzweifelten Klagen begegnete der Doktor mit verdoppelter Sorge. Obgleich selbst angegriffen von den Mühsalen des Tages, bereitete er dem Kranken doch in der Nacht mehrere beruhigende Getränke. Aber auch der Zitronensaft war ohne alle Wirkung, und trotz aller Einreibung breiteten sich die skorbutischen Erscheinungen mehr und mehr aus. Den folgenden Morgen musste der Arme wieder auf den Schlitten gebracht werden, trotz seiner Bitten, ihn allein zurück und in Frieden sterben zu lassen. Dann nahm man den abscheulichen Weg mitten durch die immer wachsenden Hemmnisse wieder auf. Die eisigen Nebel durchkälteten die drei Männer bis auf die Knochen. Schnee und Graupeln schlugen ihnen ins Gesicht. Sie dienten mit als Saumtiere und hatten nicht einmal ausreichende Nahrung. Duke, der seinem Herrn ähnlich, kam und ging, alle Ermüdung spottend, immer munter, und suchte schon von selbst den besten Weg auszuspüren, so dass man sich auf seinen wunderbaren Instinkt völlig verließ. Am Morgen des 23. Januar, bei fast völliger Finsternis, denn es war Neumond, war Duke wie gewöhnlich voraus. Aber Stunden vergingen, bevor er wieder sichtbar wurde. Hatteras wurde darüber desto unruhiger, da der Boden zahlreiche Spuren von Bären zeigte. Schon war er unschlüssig, welchen Weg er nehmen sollte, als sich ein lautes Bellen vernehmen ließ. Hatteras beschleunigte den Gang des Schlittens, und bald fand man auch das treue Tier in der Tiefe eines Hohlweges. Duke stand wie versteinert und bellte vor einer Art Cairn, der aus einigen jetzt mit Eis überzogenen kalkigen Steinen errichtet war. »Nächstes Mal ist es aber ein Cairn«, sagte der Doktor, während er schon seinen Zugriemen löste. »Das ist keine Täuschung.« »Und was nützt er uns?« fragte Hatteras. »Wenn es ein Cairn ist, Kapitän, so kann er für uns sehr kostbare Dokumente bergen. Vielleicht enthält er Nahrungsmittel, und das lohnte schon allein die Mühe der Untersuchung.« »Und welcher Europäer könnte bis hier heraufgekommen sein?« fragte Hatteras mit Achselzucken. »Wenn es keine Europäer waren, können es nicht Eskimos gewesen sein, die diese Zuflucht errichteten und darin von der Beute ihres Jagd- oder Fischzuges niederlegten? Sie pflegten es ja, soviel ich weiß, gewöhnlich zu tun.« »Nun gut, überzeugen Sie sich, Clawbonny«, sprach Hatteras, »aber ich fürchte sehr, Sie werden sich eine vergebliche Mühe machen.« Clawbonny und Bell begaben sich mit Äxten bewaffnet nach dem Cairn. Duke bellte wütend weiter. Die Kalksteine waren zwar fest durch Eis verbunden, aber einige Schläge genügten doch, sie loszulösen. »Da ist sicher etwas darin«, sagte der Doktor. »Ich glaube es nun auch«, war Bells Antwort. Schnell zerstörten sie das kunstlose Bauwerk. Bald fanden sie eine Höhlung. In dieser lag ein ganz feuchtes Papier. Klopfenden Herzens ergriff es der Doktor. Hatteras kam nun auch hinzu, nahm es und las. »Altam, Popoise, 13. Dezember 1860. 12 Grad Länge, 8 Grad, 35 Minuten Breite.« »Der Popoise«, sagte der Doktor. »Der Popoise«, wiederholte Hatteras. »Ich kenne kein Schiff dieses Namens, das diese Meere beführe.« »Es ist klar«, erwiderte der Doktor, »dass Seefahrer, vielleicht Schiffbrüchige, vor weniger als 2 Monaten hier gewesen sind.« »Ganz ohne Zweifel«, meinte Bell. »Was wollen wir tun?« fragte der Doktor. »Unseren Weg fortsetzen«, erwiderte kaltblütig Hatteras. »Ich kenne kein Schiff namens Popoise, aber ich weiß, dass die Brig Forward unsere Rückkehr schmerzlich erwartet.« EA Productions.